Hallo und herzlich willkommen zu den SVR TV News. 0:0 hieß es am Wochenende in der Partie Westfalia Rhynern gegen den SV Rödinghausen. Es war das erste 0:0 in dieser Saison. Darüber und über das Topspiel am kommenden Sonntag gegen Arminia Bielefeld 2 spreche ich gleich mit Nico Schneck. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Eine herbe Niederlage allerdings musste die U23 am vergangenen Wochenende einstecken. Gegen den TuS Tengern verlor man mit 2:5. Unsere Jugend, die waren da etwas erfolgreicher, denn die U15 konnte mit 4:2 gegen den TBV Lemgo gewinnen. Die U16 verlor gegen den VfL Mannighöfen mit 4:2. Die U17 dann konnte mit 4:0 gegen den SC Herford gewinnen und gegen selbigen spielte die U19 3:3 unentschieden. Ja, Nico, ich habe es eben gerade angesprochen. Am Wochenende das 0:0 in Rhynern. Mario Ermisch hat nach dem Spiel gesagt, dass euch im Moment so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt. Denkst du, das ist im Moment euer Hauptproblem? Also das ist bestimmt mit ein Problem, dass die Leichtigkeit, die wir zu Beginn der Saison halt so ein bisschen mittransportieren konnten, auch so ein bisschen um die Unbekümmertheit, dass uns die vielleicht abhanden gekommen ist. Weiß nicht, vielleicht haben wir angefangen, irgendwie uns zu viele Gedanken zu machen nach dem super Start, den wir ja wirklich hatten. Aber es stimmt natürlich schon auch, dass wir Ausfälle zu verkraften haben, die uns natürlich auch irgendwo fehlen. Ja, wenn ich jetzt an Flo Rüther denke, der ja auch immer gespielt hat und der jetzt leider durch die blöde Verletzung gegen Arminia da seitdem weggebrochen ist. Und ja, ich denke, da kommt so ein bisschen alles zusammen. Du selbst hast ja diesen Sonntag gegen Rhynern im zentralen Mittelfeld gespielt, sonst kennt man dich eher auf der rechten Verteidigerposition. Unter der Woche hast du jetzt in einem Interview gesagt, dass das ja auch eigentlich deine angelernte Position ist. Hoffst du jetzt in Zukunft hier auch im zentralen Mittelfeld öfter zu spielen? Ja, ich habe ja letztes Jahr auch im zentralen Mittelfeld gespielt, ab und zu außen, aber das waren ja dann eher die Ausnahmefälle. Das stimmt schon, dass die zentrale Position meine gelernte Position ist. Ob das jetzt ein bisschen defensiver ist oder ein bisschen offensiver, spielt dabei dann eigentlich keine Rolle. Es ist, wie gesagt, im Endeffekt egal, wo ich spiele. Wichtig ist halt, dass es für die Mannschaft passt. Ja? Und wenn ich dann rechts hinten der Mannschaft helfen kann, mache ich das natürlich auch von rechts hinten. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass ich lieber auf meiner Position spiele, die ich gelernt habe. Und das ist schon das zentrale Mittelfeld. Nächstes Wochenende dann ein ganz besonderes Spiel, auch für dich. Du hast auch ein Jahr für Arminia Bielefeld spielen dürfen. Arminia ist im Moment natürlich sehr gut drauf. Was denkst du, müsst ihr verändern, damit sich dieses Spiel für euch positiv gestaltet? Ich glaube, von unserer Spielanlage müssen wir gar nicht so viel verändern. Wir haben ja auch jetzt gegen Rhynern wieder Chancen gehabt, die wir sehr gut rausgespielt haben, selbst auf einem schweren Platz. Die Anzahl war jetzt vielleicht nicht mehr ganz so hoch wie zu Beginn der Saison. Da hatten wir wirklich pro Spiel 5, 6, 7 gute Torchancen. Ich denke, wir müssen da einfach weiterspielen. Wir haben, denke ich, hier wieder einen besseren Platz zur Verfügung am Wochenende als jetzt zuletzt oder als auch bei vielen anderen Spielen. Das kommt uns entgegen. Das kommt natürlich auch Arminia entgegen, die bestimmt mit breiter Brust hier auftreten werden. Und ja, da müssen wir natürlich genauso körperlich dagegen halten. Bei einer U23 ist ja immer so das Thema, dass halt die auch Fußball spielen wollen. Und ich habe dort natürlich auch noch ein paar Bekannte, mit denen ich zusammengespielt habe. Von dem her weiß ich schon auch, wie die Fußball spielen ein bisschen. Und sind auch teilweise ballverliebte Spieler dabei, was ja so ein bisschen typisch ist für so eine Mannschaft. Und da müssen wir einfach körperlich genauso dagegen halten und einfach weiter so spielen, wie wir bisher gespielt haben. Und dann kommt das auch wieder, dass wir die Chancen, die wir haben, dann auch wieder verwerten. Jetzt sind es dann ja noch 2 Spiele bis zur Winterpause. Wie wirst du die fußballfreie Zeit für dich nutzen? Ja, ich bin ganz froh, dass ich von Mario freigekriegt habe. Ich werde auf jeden Fall heimfahren, habe ja doch einen weiteren Weg als die meisten hier. Komme ja aus Pfullendorf, was ja am Bodensee liegt, das sind 600 Kilometer ein Weg. Und da bin ich ganz froh, dass ich über die Weihnachtszeit und auch über die Silvesterzeit mal ein bisschen länger zu Hause bin, um auch Freunde, die ich jetzt lange Zeit nicht gesehen habe, oder auch Familie, die, was ja auch sehr wichtig ist, mal intensiver ein bisschen wieder pflegen zu können, die Kontakte. Das hört sich natürlich wirklich sehr schön an. So ganz fußballfrei ist die Zeit ja nicht. Es liegen 2 Hallenturniere an in Hellern und Paderborn. Dazu kommen noch die Hallenkreismeisterschaften, die jetzt noch dieses Jahr stattfinden. Bist du dann überhaupt dabei, wenn du bei deiner Familie in Pfullendorf bist? Dieses Jahr habe ich für die Hallensaison mal eine Pause gekriegt. Ich denke, liegt vielleicht auch noch ein bisschen damit oder hängt damit zusammen, dass ich ja den Sommer auch durchgespielt habe und da eigentlich keine Pause hatte. Und insofern tut mir die Pause jetzt ganz gut. Und genau, das in Absprache mit dem Trainerteam haben wir das so festgelegt. Und da bin ich auch ganz froh und dankbar.
Und sonst bist du so ein Hallenfußballer? An sich ja, macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich habe ja letztes Jahr auch bei 3 Hallenturnieren mitgespielt. Und also da spiele ich schon ganz gerne. Nur wie gesagt, dieses Jahr bin ich jetzt auch nicht unglücklich drüber, über die Entscheidung. Sehr schön. Ja, Nico, die U23 hat am Wochenende ein Nachholspiel gegen den SV Dringenberg. Unsere U17, die spielen gegen die zweite Mannschaft von Thesen und unsere U19 ist beim SV Haus Berge zu Gast. Die erste Mannschaft, wir haben gerade darüber gesprochen, spielt gegen Arminia 2 und ich hoffe natürlich, dass wir sie hier im Hecker-Wien-Stadion zu diesem Spiel begrüßen dürfen. 14.30 Uhr ist Anstoß an diesem Sonntag. 1.300 Karten wurden bisher schon verkauft. Aufgrund dieses hohen Antrags überlegen wir momentan, an der Tageskasse noch Tickets für die Gegenrade anzubieten. Alle weiteren Partien und alle Spiele und alle Tore finden Sie auf unserer Internetseite www.svrödinghausen.de. Das war's für heute von uns beiden hier aus dem Hecker Wien Stadion und ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao. Ja, hier ist Fußball am schönsten. Hier zu Hause auf der Sonnenseite des Wiengebirges. Die Hütte voll beim Heimspiel für den SV Rödinghausen. An diesem Spieltag der Oberliga Westfalen ist der DSC Arminia Bielefeld 2 zu Gast. Jetzt Sonntag um 14.30 Uhr im Hecker-Wien-Stadion. Nicht verpassen, Radio Herford fiebert mit und wünscht sportlichen Spaß beim SV Rödinghausen, wo Fußball zu Hause ist. www.svrödinghausen.de